der Gütige. Sie haben versprochen, uns zu helfen. Höre uns, deine treuen Diener. Sie hatten es versprochen. Du hast noch die Hälfte deines Lebens vor dir und hast schon aufgegeben. Denkst du nie über den Sinn des Lebens nach? Nein. Warum ist diese Flaschenpost bei uns gelandet, Karl? Wir können heute zwei Kinder retten, weil wir einen Brief bekommen haben, der 8 Jahre im Wasser lag. Was willst du mir sagen? Dass es Gott war, der uns die Flaschenpost geschickt hat? Nein. Er spielt ein krankes Spiel mit den Familien. Er besucht sie über Jahre und entführt dann ihre Kinder. Ein Kind verschwindet. Und die Eltern sagen gar nichts. Zu niemandem. Das ist doch komisch. Weil sie mehr an Gott als an die Polizei glauben. Können Sie damit leben, dass Sie nichts dafür getan haben, das Leben Ihrer Kinder zu retten? Was mischen Sie sich ein? Er ist kein Kidnapper. Er ist ein Serienmörder. Uns. Jehova wird uns retten. Ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an gar nichts. Es kann sein, dass wir die Kinder und Karl nicht lebendig finden. Karl!